So, ich bin jetzt hier auf einem Spielplatz. Hab mich heute für Barfußschuhe entschieden, weil ich etwas angeschlagen bin. Und laufe hier auf Rindenmulch. Bin meinen Kindern da. Die haben alle Schuhe an, weil sie es nicht eingesehen haben, sich warm einzupacken. Ja, dann geh doch rein. Und da hier vorne ein Brunnen ist, der vom Boden ausgeht, dachte ich, ich teste jetzt mal aus, ob die Skinners, die ich trage, wirklich so wasserfest sind. Schauen wir mal. So. Schauen wir mal, ob ich nasse Füße bekomme. Wirklich? Nee. Ehrlich? Also ich werd oben nass hier. Also beim Regen ist es wohl nichts, weil hier oben habe ich nasses Gefühl, aber unten ist alles trocken. Witzig. Cool. Das heißt, man kann mit denen durch flache Pfützen laufen. Aber sobald diese Beschichtung hier aufhört, da hier nur Stoff ist, hier ist Wasser, wie man vielleicht sieht. Ne? Da ist alles gut. Aber interessant, okay. Das heißt, beim Regen nicht so praktisch, aber wenn es geregnet hat, kann man damit auf nassen Boden laufen. Das ist doch schon mal gut. Jetzt werde ich noch herausfinden, hoffentlich, ob die auch längerfristig das Nasse nicht an die Füße lassen. Oder ob das jetzt nur für den kurzen Moment so war. Wir dürfen gespannt sein, ob ich nasse Füße kriege oder nicht.